John Swan. Mir gehen langsam die Batterien aus, also fasse ich mich kurz. Wir sind mittlerweile vor Ort. Der Grund dafür hingegen noch nicht. So wie es aussieht, werden sie sich hier in ein paar Tagen treffen. Das heißt also weiter abwarten. Private. Was? Hey, alles klar, John? Ja. Mir ist nur dieses Einschussloch hier nie aufgefallen. Mann, das war schon dort, dass Sie hier angekommen sind. Sehen Sie das, Sarge? Wir sind schon viel zu lange hier draußen. Warum machen wir das noch? Ganz einfach, Private. Befehle sind Befehle. Also, wer übernimmt heute die erste Nachtwache? Das übernehme ich, Sergeant. John hier. Der erste Tag ist rum. Keine Besonderheiten. Und das ist doch was Gutes. Es ist schön und ruhig. Mir aber total egal. Scheiße, das war das letzte Mal, dass ich einer gottverdammten Schlampe vertraut habe. Und was Neues, wie lange wir noch hier sein müssen? Nur noch 3 weitere Tage, dann sind wir mit all dem hier fertig. Ja, das erzählen Sie uns ständig. Was dann? Machen Sie das so lange, bis wir in einem Leichensack enden? Kommen Sie, Sarge, das ist Bullshit! Ruhig bleiben, Private. Ruhen Sie sich erstmal etwas aus. In Ordnung, meine Herren. Mir wird's hier zu bunt. Ich klink mich hier aus. Johnny, langsam werde ich hier etwas ungeduldig. Ich meine, was ist, wenn sie nicht auftauchen? Wäre nicht das erste Mal. Ich habe langsam die Schnauze voll davon, hier rumzusitzen und zu beobachten. Los, 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 los! Verdammt nochmal, was war das? Noch 2 Tage, Johnny Boy. Fühlt sich gut an, was? Darauf einen Amen. Diesmal muss ich meinen Kram auf die Reihe bekommen. Verstehst du? Das Leben hier ist es einfach nicht wert. Leichter gesagt als getan, mein Junge. Weißt du, was mein Vater zu mir sagte, bevor ich gegangen bin? Er sagte, im Leben gibt es Gründe, für die es sich zu sterben lohnt. Aber keine sind es wert, dafür zu töten. Weiser Mann. Ja, dieser Scheiß lässt mich nicht los. Ziemlich nah. Ich dachte, der Krieg wäre vorbei. Hey, Sergeant Bradford? Ja, Private? Ich habe letzte Nacht einen Schuss gehört. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe niemanden gesehen. Ich lag die ganze Nacht wach. Hätte jemand geschossen, hätte ich es wohl auch gehört. Sie brauchen einfach ein wenig Ruhe. Ja, ich weiß. Ich schätze mal, dass ich nicht der Einzige bin, der Schwierigkeiten mit dem Einschlafen hat. Shit. Feindkontakt! Oben im Gebäude! Scheiße! Los, 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 los! Wo, Private? Ich kann ihn nicht sehen. Ich weiß nicht, er ist da oben. Ich habe die Reflexion gesehen. Ich weiß ja nicht, Sergeant. Wir warten besser, bis es dunkel ist. Auf! Alles frei. Bin direkt hinter euch. Rückt vor!
aufschließen. Gut gemacht, Private Zorn. Aber offensichtlich ist hier niemand gewesen. Möglicherweise wurde vom Wind ein Fenster bewegt. So oder so, das ist nichts, was wir einfach so hätten ignorieren können. Nun denn, die Nacht verbringen wir hier. Seid wachsam. Nicht mehr lange, bis das hier vorbei ist. Machen wir das Beste daraus. Verstanden. Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Meine Aufgabe war es, die Ziele zu identifizieren, ihren Alltag zu studieren und einfach auf grünes Licht zu warten. Problem ist nur, dass das Abwarten etwas länger als erwartet dauern könnte. Zur Hölle, man beobachtet sie für so lange, lernt sie dabei immer besser kennen. Man kommt einfach nicht umher, sich Geschichten oder kleine Szenarien auszumalen, wie es wäre, würde man sich begegnen. Verpasse ihnen einen erfundenen Namen, eine Hintergrundgeschichte und sich selbst gleich ein neues Leben. Hört sich gerade ziemlich verstörend an, wo ich es so erkläre. Aber hier gibt es wirklich nicht viel zu tun, um sich die Zeit totzuschlagen. Ich dachte, es hält mich davon ab, dem Wahnsinn zu verfallen. Doch je länger ich wartete, desto mehr würde ich diese Illusion für real halten. Aber ich wusste, früher oder später kommt schließlich der Zeitpunkt. Und ich wäre da, um meinen Job zu erledigen. Sie sind hier. Bald geht es los. Aber so langsam denke ich, dass Sie gar keine schlechten Menschen sind. Ich meine damit, was ist, wenn es gar nicht Ihre Entscheidung ist? Wenn Sie gezwungen werden, diese Dinge zu tun. So wie man auch mich dazu zwingt. Wir sind uns sehr ähnlich. Scheiß lässt mich nicht los. Ich weiß, ich tat das Richtige. Dennoch kann ich mir das einfach nicht verzeihen. Ich stehe im Zwiespalt mit mir selbst. Ich darf einfach nicht vergessen, dass ich viele Leben gerettet habe. Das war es wert. Es musste verdammt nochmal getan werden. Im Leben gibt es Gründe, für die es sich zu sterben lohnt. Aber keine sind es wert, dafür zu töten. Oh, ich bereue, was ich getan habe. Aber letztendlich waren sie doch meine Ziele. Ich muss nur los! Unabhängig davon, wie oft ich das sehe, muss ich immer wieder daran denken, was wäre, wenn... Ich war... Private. Was? Hey, alles klar, John? Ja. Mir ist nur dieses Einschussloch hier nie aufgefallen.